Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video mit dem UI-Thread beschäftigen. Und im Prinzip heißt es nichts anderes, als wenn ich jetzt diese Applikation nochmal laufen lasse, dann habe ich mich, als ich noch Anfänger in der Programmierung war, gefragt, wie bleibt denn diese Applikation eigentlich offen? Weil es läuft ja überhaupt kein Code von mir. Und der Punkt ist einfach, dass hier ein gewisser Thread dafür sorgt, dass bestimmte Aufgaben immer wieder gemacht werden. Und das ist der sogenannte UI-Thread. Und den schauen wir uns mal an, was denn der so macht. Im Prinzip macht der genau diese drei Aufgaben. Der rendert, der überprüft, ob das Betriebssystem Nachrichten hat für unsere Applikation, für unser Fenster, und der delegiert Nutzereingaben an die entsprechenden Elemente weiter. Und das macht er immer wieder in einer Schleife. Also man kann sich hier wirklich vorstellen, dass das irgendwie ein While soll Applikation enden gleich false ist. Und hier wird dann tatsächlich prinzipiell, okay, das geht jetzt natürlich wieder nicht, dass man das so macht. Aber hier innerhalb dieses While-Konstrukts wird das immer wieder periodisch ausgeführt. Und das macht man eben auf dem sogenannten User-Interface-Thread. Das ist einfach der Thread, auf dem die Klasse Application erstellt wurde. Denn, was wir jetzt bis jetzt noch nicht gesehen haben, aber ich erkläre es Ihnen einfach mal, wenn bei dieser Application Initialize Component, glaube ich, oder Run aufgerufen wird, dann wird implizit eben auch ein Konstrukt erstellt, mit dem man eben diesen Mechanismus des UI-Threads, dieses beständige Rendern, OS-Nachrichten und Nutzereingaben weitergeben. Das wird eben implizit bei, ich nehme mal auf, beim App.run-Aufruf mitgemacht. Also wir bekommen das selber nicht zu Gesicht, aber wenn wir jetzt mal diese Applikation hier mit Break All einfach anhalten und uns dann über Debug, das hätte nicht notwendig sein müssen, wenn wir uns dann über Debug Windows mal die Threads anzeigen lassen, das findet man hier in diesem Thread-Fenster, dann sieht man hier unten jetzt eben, dass wir mehrere Threads haben. Unter anderem auch eben einen Main-Thread. Und das ist eben unser GUI-Thread. Und wenn wir uns das jetzt mal genau anschauen, ich schiebe das Fenster mal hier hoch, damit wir es ein bisschen besser sehen. Wir sind hier eben innerhalb einer Methode, die dispatcher.run heißt. Also man sieht es hier jetzt bloß noch schlecht. Ich glaube, ich werde es nochmal ändern. Aber kann man das jetzt hier nicht so machen, dass man das mal... Ja, man sieht es relativ schlecht. Im Prinzip ist aber hier eine dispatcher.run-Methode. Und diese Klasse dispatcher ist eben in WPF dafür zuständig, dass sie diesen Nachrichtenmechanismus eben mit implementiert. Der Punkt ist dabei, dass unsere Methoden, die aufgerufen werden, die werden ja auch innerhalb dieses Zykluses dann mit eingeführt. Das heißt, wenn wir einen Button klicken, dann ruft dieser Button ja dann über sein Event unsere Methode an, die wir an diesem Event registriert haben. Und das heißt, unsere Methode wird auch innerhalb dieses Zyklus dann ausgeführt. Das Problem, was dann passiert, was sein kann, ist eben, dass unsere Methode sehr lange braucht und währenddessen wird unsere Applikation eben nicht mehr aktualisiert. Und das Ganze schauen wir uns auch später noch in einem Video an, auf das, wo wir dann eben uns ein konkretes Problem dazu anschauen.
Der Punkt ist aber genau das, was ich hier in diesem blauen Kasten geschrieben habe. Wenn eben eine Methode, die wir an einen Button beispielsweise hängen, eine sehr lange Durchlaufzeit hat, sehr lange Durchlaufzeit heißt bei mir 100 Millisekunden aufwärts. Ja, das muss man eben messen, wie lang dauert das denn auf verschiedener Hardware, wenn man es richtig genau machen möchte. Aber prinzipiell muss man einfach ein Gefühl dafür entwickeln, ist es ein Algorithmus, der da eben Probleme hat. Auf jeden Fall hängt dann eben dieser Mechanismus. Er kommt nicht mehr zum Rendern, weil die Methode, die hier eben bei unserem Button ausgeführt wird, nicht aufhört und dafür sorgt, dass er eben mit dem nächsten Schritt, dem Rendern, wieder weitermachen kann. Und für den Nutzer sieht es dann eben so aus, als wäre die Benutzeroberfläche eingefroren. Und genau diesen Zustand sollte man vermeiden. Wie macht man das? Nun, indem man eben einfach weg von diesem Main-Thread geht, auf dem grundsätzlich gezeichnet wird, und man lagert dann eben Funktionalität auf einen sogenannten Worker-Thread aus. Moment, schauen wir nochmal hin. Das hier sind jetzt zum Beispiel schon Worker-Threads, die aktiv sind. Ich nehme mal an, dass auch Ihnen eigentlich das Konzept eines Threads schon bekannt ist. Ich habe es ja schon in mehreren Videos davor angesprochen. Im Prinzip ist eben ein Thread eine Ausführungseinheit, die Code ausführt, und einem Thread übergibt man eben eine Methode. Und der Punkt ist eben, wenn wir mehrere Kerne haben in unserem Systemen, also üblicherweise hat man eben ein Quad-Core-System oder mehrere Kerne sogar in einem Desktop oder in einem Smartphone oder in einem Tablet stecken, dann kann eben parallel hier ein Thread und hier ein Thread und hier nochmals ein anderer Thread ausgeführt werden. Gleichzeitig. Und der Punkt ist eben dann, dass wir unseren Code nicht nur auf einem Kern ausführen lassen können, sondern auf vier. Und dadurch haben wir eben bestimmte Berechnungen, die wir schneller machen können, wenn wir gut parallelisieren. Und bei uns ist es eben so, dass genau ein Thread für das Rendern der Elemente in der GUI zuständig sind. Und das wäre jetzt zum Beispiel hier unser Main Thread. Genau. Damit sind wir eigentlich schon am Ende von diesem, in diesem Video. Wir haben hier eben gesehen, es gibt eine Klasse Dispatcher, und wenn wir unsere Applikation einfach mal anhalten, das kann ich auch gerne noch mehrmals machen, wenn ich hier auf Continue klicke, dann laufen wir eben weiter, und ich kann hier noch verschiedene andere Sachen machen. Wenn ich dann wieder sage, ich mache hier jetzt mal einen Break, dann kann ich hier wieder ins Thread-Window gehen und sehe, wir sind trotzdem immer in dieser Dispatcher.run-Methode, eben in einer Methode, die diese Methode selbst aufruft. Und letztendlich ist diese Run-Methode dafür zuständig, dass dieser Zyklus, den ich gerade eben beschrieben habe, dass dieser ständig auf dem sogenannten UI-Thread dann ausgeführt wird. Und wir müssen eben dafür sorgen, dass, wenn wir als Teil dieses Mechanismus, beispielsweise indem wir uns an einen Button-Event dranhängen, ausgeführt werden, dass wir nicht zu lange brauchen, sonst hängt die Applikation. Und dazu werden wir auch gleich ein Beispiel sehen in einem der nächsten Videos. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis bald!